Gedanken zur Philosophie Ludwig Wittgensteins aus meinem Buch Gedankensplitter. Wittgensteins Beschäftigung mit der Sprache bedeutet für die damalige Zeit tatsächlich eine Revolution in der Philosophie. Dadurch, dass Ludwig Wittgenstein in seinem Denken viel weiter geht als Bertrand Russell, Gottlob Frege oder George Edward Moore, als dass er sich nicht nur mit logischen Problemen auseinandersetzt, begründet er eine neue Richtung in der Philosophie. Aus heutiger Sicht aber, wo so viele Sprachphilosophen und Denkschulen in diese Richtung streben, wie zum Beispiel Richard Bandler, John Grinder, John Searle, Noam Chomsky oder die NLP-Methodisten, muss man zugeben, dass das Gedankenmodell von Wittgenstein weit überschritten wurde. Man denke nur an die unterschiedlichen Richtungen, die sich im Laufe der Zeit in der Sprachwissenschaft herausgebildet haben. Pragmatik, Semantik, Sprechakttheorie, Transformationsgrammatik, Strukturalismus, um nur ein paar zu nennen. Diese beschäftigen sich allesamt mit den Ursprungsgedanken Wittgensteins, mit der Frage nach der sinnvollen, korrekten Benutzung von Sprache. Ich bin zweisprachig aufgewachsen und behaupte aus Erfahrung, dass je nachdem, welche Sprache ich spreche, sich in mir ein gänzlich anderes Weltbild und Weltempfinden eröffnet. Das hat Wittgenstein zum Beispiel nicht berücksichtigt oder am Ende nur im Ansatz, wenn er meint, dass der Sinn eines Begriffes im Kontext und im Gebrauch zu suchen ist. Ich kann mit dem Tractatus Logicus Philosophicus weniger anfangen, denn ich glaubte zunächst auch, man müsse die Sprache eingrenzen, die Bedeutung der Wörter genau eingrenzen und erklären, damit jeder weiß, wovon man spricht. Seitdem ich die Bibel zu lesen begann und mit der wortwörtlichen Übertragung des Sinnes ein Problem bekommen habe, habe ich erkannt, dass es mehr als eine Erklärung für die Verwendung von Sprache geben muss. Es ist wichtig, auf die Details zu schauen, aber den Überblick über und das Gesamtwerk, die Gesamtaussage nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn ich alles auf eine Bedeutung reduzieren will, kann ich das vom Allgemeinen her versuchen oder ich gehe vom Detail aus, induktive und deduktive Methode. Konkret bedeutet das, dass ich die Bibel wortwörtlich nehmen kann und mich anstrengen kann, die Wörter auf ihre ursprüngliche Bedeutung hin zu untersuchen. Oder ich kann die Bibel lesen und in einem größeren Zusammenhang sehen, davon ausgehend, dass die Hauptbotschaft erhalten bleibt, egal welche Wörter und Satzkonstruktionen darin zu finden sind. Man kann Sprache nicht so leicht erklären und einteilen. Sprache kann aus verschiedenen Winkeln betrachtet werden, unterschiedliches Gewicht bekommen. Wittgenstein geht von der Logik aus und versucht, Sprache aus der Logik heraus zu erklären, als hätte die Sprache fast etwas mit Physik zu tun. Richard Bandler und Virginia Satir hingegen betrachten die Sprache vom psychologischen Standpunkt aus. Und Chomsky geht mit rein linguistischen Motiven an die Sprache heran. Es geht auch darum, dass Sprache lebt und deshalb immer in Veränderung begriffen ist. Ich kann einen Begriff wie Liebe zum Beispiel nicht ein für alle Mal erklären, außer ich bin Gott. Es steckt eine Entwicklung dahinter. Oft müssen Begriffe in ihrer Bedeutung verworfen oder korrigiert werden. Unberücksichtigt bleibt bei sprachanalytischen Überlegungen auch oft das Medium der Sprache, ob etwas mündlich oder schriftlich wiedergegeben wird. Wenn man spricht, dann kann man sich viel schwerer verbessern und dann kommen andere Bedeutungsmerkmale hinzu, so wie die Gestik, die Mimik, der Lärm rund um uns. Wenn ich etwas schreibe, kann ich es im Notfall durchstreichen. Ich kann meine Wörter noch einmal lesen, darüber nachdenken und verbessern,
umstellen, weglassen. Das geht beim Sprechen nicht. Und wenn man in diesem Kontext nun denkt, dass es sich bei der Bibel zunächst um gesprochene Sprache handelte, bis sie jemand aufschrieb und sogar übersetzte, ein neues Werk kommt bei der Übersetzung heraus, dann ist bei der Interpretation Vorsicht geboten. Das heißt aber noch nicht, dass man nicht über Themen wie Liebe, Tod und Sprache vernünftig reden und schreiben kann. Wie Wittgenstein selbst geschrieben hat, sehe ich sein Werk auch wie eine Leiter, die ich dann wegwerfen muss, denn es wäre für mich unvorstellbar, nur Sätze der Naturwissenschaft zu verwenden. Wittgenstein würde mir damit meine Existenz streitig machen, denn ich bin bei Gott kein Naturwissenschaftler, mir fehlen gänzlich die synaptischen Zusammenfügungen für dieses Fach. Wittgenstein selbst bezieht sich mit seinen Überlegungen weniger auf die Sprache als auf naturwissenschaftliche Ereignisse, die er dann versucht, auf das Medium Sprache zu projizieren. Das ist für mich das Hauptproblem seiner Philosophie. Sprache ist eben viel komplexer, als Wittgenstein je gedacht hat. Seinen unter anderem getätigten Spruch, alle Philosophie ist Sprachkritik, kann ich deshalb nicht gelten lassen, weil Sprachkritik oder Sprache insgesamt zwar das Medium ist, mit dem man Philosophie betreiben kann, aber nicht die Sache, um die es in der Philosophie geht. Und wenn es die Sache ist, dann ist sie nur ein Teil der Philosophie. Ich finde es richtig, dass es eine sprachphilosophische Richtung gibt, die versucht zu beschreiben, was Wörter und Sätze eigentlich bedeuten. Aber ich finde es auch schön, wenn ein Philosoph die Sprache benutzt, um auf andere Sachgebiete aufmerksam zu machen, wie die Religion, das Leben und so weiter. Von der Lösung des Sprachproblems zur Lösung fundamentaler Probleme, wie zum Problem des Sinn des Lebens zu gelangen, ist etwas zu utopisch. Sprache ist nur ein Teil der Welt. Wir haben noch jede Menge andere Ausdrucksmittel zur Verfügung, um etwas schaffen und erklären zu können. Zwei Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen, werden sich mit Händen und Füßen verständigen oder sie können zeichnen oder einfach auf etwas zeigen und etwas tun, um sich dem anderen verständlich zu machen. Deshalb bin ich schon auch einverstanden mit dieser großen Verallgemeinerung von Wittgenstein, der meint, dass entweder etwas gesagt werden kann oder das Unaussprechliche gezeigt wird. Es sind Gedanken, die zum Weiterdenken anregen, die vielleicht eher Naturwissenschaftler als Geisteswissenschaftler anregen. Ich bin der Meinung, dass Wittgenstein viel zu wenig Ahnung von Linguistik gehabt hat, um über Sprache und das, was sich sagen und nicht sagen lässt, zu philosophieren. Es wird uns sicher allen so gehen, früher oder später, wenn wir uns einbilden, Lösungen zu einem Thema zu haben, ohne uns vorher einen groben Überblick über das Thema, das wir behandeln, zu verschaffen. Dadurch, dass ich Sprachwissenschaft im Rahmen meines Romanistikstudiums studiert habe, weiß ich um die Gefahr der Ungenauigkeit und allzu schnellen Generalisierungsproblematik von Sprache. Deshalb bin ich auch mit den übrigen sprachphilosophischen und sprachpsychologischen Richtungen vorsichtig. Je mehr Wissen jemand in einem Gebiet hat, desto genauere Informationen braucht er, um weiterzukommen. Die meisten von uns reden und schreiben evidente Dinge, die müssen natürlich auch einmal ausgesprochen werden, für jene, die eine Evidenz vielleicht noch nicht bemerkt haben. Gerade in der Sprache geschieht oft, dass man sich einbildet, genau zu verstehen, was der andere meint, weil man es für sich so interpretiert, wie es für die momentane Situation gerade passt. Die Sprache ist für mich eng gekoppelt mit dem ganzen Menschen, mit seinen Gefühlen, seinem Umfeld, seiner Vergangenheit, seiner Zukunft und vor allem seinen Erfahrungen.
In der Sprache eines Menschen kann man sein ganzes Wesen beobachten, wenn man sensibel genug ist, kann man aufgrund der Stimmlage auch seine Gefühlsregungen beobachten. Und somit wären wir wieder am Anfang meiner Überlegung. Sprache ist viel mehr als eine logische Verbindung von Wörtern und Sätzen, von Wörtern zu Sätzen. Wittgenstein nimmt einfach die Wörter Name und Satz und baut seine philosophischen Gedanken rundherum, ohne Satzbeispiele anzuführen oder genau zu erklären, was ein Satz überhaupt ist. Sprachwissenschaftler beschäftigen sich jahrelang mit Problemen der Syntax und durchdenken tausende von Erklärungen diesbezüglich. Da ist es viel zu ungenau und nichtssagend zu behaupten, dass es nur eine Art von Satz gibt, den einfachen, auf den alle komplexen Sätze zurückzuführen sind. Wittgensteins Philosophie ist unzulänglich hinsichtlich der fehlenden Definition, was ein Satz eigentlich ist. Denn dann ist mir die Definition von Ferdinand de Saussure lieber, der behauptet, die Morpheme seien die kleinsten Bedeutungsträger in der Sprache. Wie man sieht, geht es ja immer darum, zu noch kleineren, feineren Teilen und Unterteilungen zu gelangen. Und nicht nur in der Sprache verhält es sich so, in der gesamten Naturwissenschaft und technischen Wissenschaft geht es darum. Man nehme nur das Handy als Beispiel oder den Computer, die Digitalkamera, die DVD und die CD. Es geht darum, alles zu verkleinern. Die ersten Handys waren noch riesige Apparate, die man nicht ohne weiteres in der Hosentasche stecken konnte. Die gleiche Entwicklung kann man in der Sprachanalyse bemerken. Wittgenstein geht von Elementarsätzen als kleinste bedeutungstragende Einheit aus. Saussure geht schon zu den Phonemen und Morphemen. Und in der Pragmatik geht man überhaupt über alle Unterteilungen hinaus zu einem zweckgerichteten Denken und zur Interpretation von Sprache. Die Pragmatik untersucht das Verhältnis vom Zeichen zum Zeichenbenutzer. Die Pragmatik geht viel mehr ins Detail als Wittgenstein, der versuchte, das Verhältnis der Sprache an sich zur Welt festzulegen. Die Sprache zerfällt nach den linguistischen Bestrebungen der letzten 100 Jahre buchstäblich in tausende unterschiedliche Facetten, die alle ihre Existenzberechtigung haben. Ich glaube, dass die Leistung Wittgensteins darin besteht, die Sprache erstmalig zum philosophischen Thema gemacht zu haben, und das war sehr wichtig für die Zukunft der Philosophie. Es ist auch interessant zu beobachten, wie Wittgenstein mit der Vehemenz seiner Sätze und Feststellungen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft in Einklang zu bringen versuchte. Ihm waren die Naturwissenschaft, die Naturgesetze sicherlich lieber und naheliegender als das Mystische, wie er es nennt, als das, worüber man eigentlich nur spekulieren kann. Bei mir zum Beispiel ist es umgekehrt. Ich liebe das Spekulieren, ohne mich festlegen zu müssen. Dazu ist die Sprache ein nützliches Medium. Meiner Meinung nach ist Wittgenstein im Tractatus bis an seine eigenen geistigen Grenzen gelangt. Er studierte ja hauptsächlich Mathematik und Logik, und nachdem er die Sprache daran festmacht, erkennt er, dass durch die Erklärung des Sagbaren die wirklichen Probleme noch gar nicht berührt worden sind. Er stößt bewusst an seine eigenen Grenzen des Verstehbaren und geht dann in seiner zweiten Phase mit der Theorie der Sprachspiele darüber hinaus, indem er Züge eines Linguisten annimmt.